Moin Leute und hallo zu einem Shopware 5 Tutorial. Ja, mein Name ist Magnethelm und ich beschäftige mich schon seit geraumer Zeit mit Shopware bzw. das Installieren und Aufsetzen von Shops und ich wollte euch gerne einfach mal so ein bisschen zeigen, wie man das alles einrichtet, für was man was braucht und ja, ich würde sagen, wir machen da einfach erstmal los. Also, das ist sozusagen meine Domain, panatronics.de. Wie ihr seht, der Shop ist leer. Ich habe das schon komplett vorinstalliert. Ich kann natürlich auch gerne ein Video machen, wie man das halt per FTP-File installiert. Ich nutze selber allerdings von AllInkle den Software-Installer. Die haben Shopware sozusagen schon als fertiges Paket. Das heißt, einfach draufdrücken und schon installiert es das von alleine. Ja, hier oben habt ihr sozusagen den Demo-Shop, das ist sozusagen die Home-Seite. Die ist natürlich erstmal leer. Hier oben könnt ihr Suchbegriffe eingeben. Ist natürlich auch erstmal leer, weil wir noch keine Datenbank angelegt haben. Hier ist der Merkzettel, wo man sozusagen, wenn man Produkte dann irgendwann mal in seinem eigenen Shop hat, dass der Kunde das sozusagen sich merken kann. Warum jetzt auch immer dieser Fingerzug, keine Ahnung. Tut auch nichts zur Sache. Dann habt ihr rechts weiter mein Konto, sozusagen kann der Kunde sich hier anmelden bzw. registrieren, Übersicht, persönliche Daten, Adressen, Zahlungsarten, Bestellung, Sofort-Downloads und der Merkzettel. Der Merkzettel ist das natürlich, wo das Herz da ist. Der typische, rechts daneben, der typische Einkaufswagen. Ja, ich habe das Ding noch nicht als SSL konfiguriert, deswegen ist hier ein übelster Bootloop mit drinne. Hier werden sozusagen dann die Waren angezeigt, was man da halt so kaufen möchte. Dann unter Service und Hilfe findet ihr den Händler-Login, rechtliche Vorabinformation über uns, Hilfe und Support, Kontakt, Versand, Widerrufsrecht, Datenschutz, AGB und das Impressum. Das kann man natürlich dann alles auch noch ändern. Das zeige ich euch dann auch noch später, wie das funktioniert. So, scrollen wir runter, haben wir hier die Service-Hotline. Mit einer fiktiven Nummer, der Shop-Service, wie defekte Produkte, Partnerprogramm, rechtliche Vorabinformationen und so weiter, wie wir es oben auch schon hatten. Informationen sind dann sozusagen auf die Firma bzw. auf euch sozusagen bezogen. Jetzt nicht von irgendwelchen Produkten, sondern wirklich bloß von euch. Da habt ihr den Newsletter über uns, Datenschutz, Impressum. Diese Sachen müssen auch unbedingt eingehalten werden. Zumindest solange wie ihr eure Firma oder euer Business in Deutschland habt. Dann rechts daneben habt ihr den Newsletter. Sozusagen kann sich hier der Kunde mit seiner E-Mail eintragen und dann hier hinten auf dieses kleine Postsymbol drücken und er trägt sie dann automatisch in eure Newsletter-Sache dann ein. Halt, falls ihr Newsletter habt, falls nicht, dann nicht. Ja, wenn wir jetzt hier irgendwo drauf drücken, hier ist sozusagen der Newsletter abonnieren im Hintergrund. Hier könnte man jetzt, wenn der Kunde sozusagen noch mehr Daten von sich preisgeben möchte, weil er halt zielgerichtete Angebote haben möchte oder weil er euch einfach cool findet, kann er das hier gerne eintragen. Da war gerade noch ein bisschen was von meinem alten Shop, den ich da vorher aufgesetzt hatte. Defektes Produkt, das gleiche nochmal, Rechnungsnummer, E-Mail-Adresse, Kundennummer, falls vorhanden. Die Rechnung sollte man immer auf eine Rechnung mit draufschreiben. Dann die Artikelnummer, detaillierte Felderbeschreibung und was auf welchem Rechnertyp läuft das fehlende Produkt, kann man ignorieren, wenn man jetzt keine digitalen Artikel verkauft. Mit welchem Betriebssystem arbeiten Sie, kann man auch ignorieren, wenn man keine digitalen Artikel verkauft. Wie oft tritt das Problem auf? Sporadisch, ständig. Halt, es kommt immer halt dann drauf an, was man halt dann so verkauft und das kann man dann alles im Hintergrund ganz schön und einfach anpassen. Der Händler-Login kann man machen, muss man nicht. Ich habe es immer selber deaktiviert, weil ich nicht von Business to Business verkaufe, sondern sozusagen bloß von Business to Consumer. So, rechtliche Information ist hier mit Lorem Ipsum gefüllt. Über uns ist mit Lorem Ipsum gefüllt. Dasselbe hier, Kontakt ist sozusagen schon ein vorgefertigtes Kontaktformular. Hier kann der Kunde sozusagen seine ganzen Daten eintragen und halt, was er von euch möchte. Widerrufsrecht, Lorem Ipsum, Datenschutz, Lorem Ipsum, AGB, Lorem Ipsum und das Impressum ist auch noch mit Lorem Ipsum befüllt. Ja, hier sieht man, was ich da vorher aus Test einfach mal hochgeladen hatte.
um zu gucken, ob es überhaupt funktioniert. Eigentlich müsste es weg sein, warum es immer noch da ist, keine Ahnung, weil ich habe einfach eine Neuinstallation gemacht. Hier unten ist alle Preise inklusive Gesetze im Ausschau zuzüglich Versandkosten und gegebenenfalls Nachnahmegebühren. Muss man, wenn man Kleinunternehmen ist, unbedingt abändern. Als Kleinunternehmen weist ihr keine gesetzliche Mehrwertsteuer aus. Das mit inklusive ja, aber ihr weist die auf der Rechnung definitiv nicht aus. Und das muss hier unbedingt drinstehen. Ich würde euch ja gerne meine Hauptseite zeigen, aber vielleicht später. So, jetzt gehen wir hier mal nochmal zurück. Das ist sozusagen das Shopware-Backend, also sozusagen Eurodomain-Backend, kommt ihr halt ins Backend, wie der Name halt schon sagt. Ja, dort gebt ihr euren Benutzernamen ein und euer Passwort, was ihr natürlich vorher festgelegt habt, und kommt dann sozusagen zu dem First-Run-Wizard. Hier könnt ihr eigentlich die ganzen Grundeinstellungen erstmal belegen, dass dieser Shop erstmal an sich funktioniert. Hat natürlich noch keine Daten. Da wäre sozusagen der Writer 1 die Sprachen. Wer international einen Shop machen möchte oder in einem anderen Land einen Shop betreiben möchte, kann sich natürlich dann hier die vorgefertigten Sprachpakete von Shopware runterladen. Ich lasse es meistens so, weil ich verkaufe nicht international, ich verkaufe nur wirklich in Deutschland und nicht über die Grenzen hinaus. So, wenn wir hier unten auf Weiterklicken, kommen wir zu den Demo-Daten. Die Demo-Daten befüllen den Shop erstmal mit Produkten, dass man sozusagen erstmal ein Gefühl hat, wie das aussieht, beziehungsweise was man halt hier so alles machen kann und mit der Einkaufswelt, mit der Produktbeschreibung, die Bilder und so weiter und so fort. Also das ist eigentlich immer nicht schlecht, vor allem wenn man halt noch nie damit gearbeitet hat. Deswegen habe ich sie einfach mal installiert, natürlich auch bloß in Deutsch. Ihr könnt auch die englischen Produktdaten installieren, das ist ja dann euch überlassen. Dann Writer 3 ist PayPal. PayPal empfehle ich jeden, der einen Shop gründet, erstellt, was auch immer, nehmt PayPal mit dazu als Plugin. Ist etwas tricky einzustellen, zeige ich euch dann aber später auch nochmal, wie man das macht. Ja, ich könnte jetzt stoppen gehen. Dann haben wir sozusagen hier dieses PayPal-Feld dann, was wir da so alles eintragen müssen. Hier hat man auch eine super schöne Anleitung. Die Client-ID, die Client-Secret, Sandbox kann man auslassen. PayPal Plus müsste man sich extra bewerben. Habe ich auch erstmal deaktiviert. Boah, jetzt kommen wir hier, achso, jetzt müssen wir überspringen. Die Empfehlung, jetzt kommt die Empfehlung von Shopware selber, welche Plugins wir installieren sollten. Das ist natürlich unter anderem erstmal PayPal. Ich habe auch auf anderen Shops auch Klarna, aber PayPal ist halt einfach PayPal. Es nutzt fast jeder, es funktioniert, man hat keine Schwierigkeit, man hat einen super Support. Was will man da sagen? Da kann man einfach nicht meckern. So, wenn wir jetzt irgendwelche Sachen installieren, Plugins oder allgemein Themes, die sozusagen das Aussehen der Seite verändern, müssen wir das Theme immer nochmal kompilieren. Also einfach, wenn ihr irgendwas installiert habt, kompiliert es einmal und dann wird das auch alles in das Frontend sozusagen geladen. So, hier hast du nämlich noch länderspezifische Empfehlungen. Da kann man sich natürlich das Land aussuchen, was man halt so nutzt. Bei mir wäre es dann Deutschland, da wäre die Google-Integration, ist immer nicht schlecht für das Tracking, dass man halt auch sieht, wie und was und wo. Da braucht man natürlich noch die Analytics-Nummer, die Conversion-ID, könnte man theoretischerweise weglassen, und das Conversion-Label. Dann haben wir hier sozusagen noch eine Beschreibung dazu. Mit diesem Plugin haben Sie alle Aktivitäten in den Shops im Blick. Die Google Integration ermöglicht es Ihnen, Google Analytics, Google Universal Analytics und Conversion Tracking mit nur einem Plugin einzubinden. Erspart ganz viel Arbeit. Die Conversion werden in Google Ads nicht, ja gut, ja, Bewertung ist halt so ein Ding. Kann man schon mal aktivieren. Kann man auch erstmal warten. Man kann es auch einfach erstmal durchinstallieren. Aktivieren kann man später immer noch. Da haben wir die IT-Rechtskanzlei AGB-Schnittstelle. Funktioniert nur, wenn man dort Kunde ist. Das kostet monatlich eine Gebühr X. Was es genau kostet, weiß ich nicht. Ich bin dort kein Kunde. Ich habe meine AGB selber geschrieben. Kann man machen. Ist cool. Hab auch bis jetzt alles
immer als sehr positiv aufgefasst von der Firma, beziehungsweise wurden sie auch immer positiv bewertet. Kostet halt aber Geld. Aber wir wollen ja erstmal probieren, mit am besten ohne Budget erstmal irgendwo einzusteigen, beziehungsweise halt wirklich bloß uns den Webspace halt zu kaufen. Also das als Ausgabe erstmal. Weil jeder fängt ja mal klein an und ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ihr mal schnell 10.000 Euro irgendwo rumliegen habt und sagt, los hier, geil, jetzt ballern wir hier voll in den Shop aus. Was immer sehr sinnvoll ist, ist das Shopware Import-Export-Tool. Das ist bei Shopware 6 schon von Haus aus installiert, das gibt's gleich mit dazu. Darüber könnt ihr eure CSV-Dateien hochladen oder XML-Dateien halt und dasselbe könnt ihr auch runterladen als Backup sozusagen. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert, auch einmal im Monat so eine CSV-Datei zu ziehen, falls es doch mal zu dem Punkt kommen sollte, euch zerschießt oder irgendwas, irgendein Plugin hat Aussetzer, was auch immer, habt ihr wenigstens ein kleines Backup. Und nichts ist schlimmer, ich hatte es selber schon durch. 2000 Produkte im Shop, Fehler, bumm, alles weg. Fängt man von vorne an. Deswegen aktiviert bitte das Shopware Import-Export Tool. Und man kann halt auch von den Herstellern CSV-Dateien bzw. XML-Anbindung bekommen, die man dann per Grown Shop immer aktualisiert. Das heißt, der Shop hält sich von allein aktuell, ohne dass ihr was tut. Und diese ganzen Daten werden auch importiert vom Hersteller direkt. Wenn ihr einen guten Hersteller habt, der sowas anbietet, auch muss halt speziell für Shopware sein, PrestaShop und so weiter, Magento würde nicht funktionieren, baut ihr eigentlich so einen Shop innerhalb von einem Tag? Das ist natürlich ein Argument. Ich habe Demo-Daten auch selber schon genutzt, habe damit auch schon einen Shop gebaut und das hat mich noch nicht mal einen Tag gekostet. Gekostet klingt da vielleicht besser. Und ich hatte einen vollwertigen Shop mit irgendwas um die 3000 Artikel. Das ist natürlich schon ein ganz schöner Brecher. Also ich habe einen anderen Shop, da mache ich alles per Hand, weil es halt mein Hersteller bzw. mein Lieferant nicht auf die Reihe kriegt. Das heißt, ich darf 6000 Artikel per Hand einstellen. Das ist natürlich eine ganz schön mühselige Arbeit. Bei Import-Export-Tool die Einstellung bitte so lassen, wie sie sind. Wenn ein Fehler auftritt, wird der Upload nicht fertig gemacht. Das soll so sein. Sonst schießt ihr euch jedes Mal einen Fehler rein. Die Batch-Size 1000 reicht zu, Import 50 reicht auch zu. Build-Import-Modus könnt ihr auch erstmal so lassen. Gleichartikelbilder werden nicht erneuert, sonst ladet ihr euch einen Wolf. Komma als Dezimaltrennungszahlen nutzen wäre wichtig, denn so müsst ihr dann auch eure CSV-Datei, beziehungsweise der Hersteller müsste diese CSV-Datei halt mit den Kommas drin. Ansonsten kommt da wieder der Fehler. So, was haben wir noch? Stripe ist so eine Kreditkarte, nutze ich selber nicht. BSP One ist auch sowas, halt so eine Art PayPal, PayDirect. Ratenkauf bei Easy Credit kann man machen, muss man nicht. Magna Lister ist sozusagen ein Tool, wo ihr automatisch in eBay und Amazon gleich mit importieren könnt. Also sozusagen, ihr stellt Produkt XY rein und der Magna Lister setzt die dann bei eBay und Amazon automatisch mit zum Verkauf. Kann man machen, muss man nicht. Ich nutze es selber noch, ne? Aber ich kann dann gerne später auch nochmal genau drauf eingehen. Jetzt sind wir hier bei Konfiguration. Da haben wir sozusagen hier oben den Namen des Shops, eure E-Mail-Adresse, eure Adresse, eure Bankinformation und euer Firmenname. Hier unten könnt ihr bei der Theme-Konfiguration könnt ihr sozusagen die Farben bestimmen. Das ist Standard. Dieses orangelich-rote und das graue ist Standard. Shop-Logo könnt ihr setzen, könnt ihr später auch alles nochmal ändern. So, wenn wir unten auf Speichern gehen, sind wir sozusagen fast fertig. Wir sollen noch einen Shopware-Account anlegen. Könnt ihr später auch machen. Also sozusagen erstmal abschließen. Und dann lädt die Seite und ihr seid im eigentlichen Backend. So, da habt ihr hier so ein paar kleine Informationen über Widgets und was halt bei Shopware so Neues passiert ist. Updates will es ziehen. 5.61 empfehle ich euch nicht. Hat viele Fehler.
Wichtiger Hinweis, Updates erhältst du fürs Plugin, bla. Also es ist einfach erstmal nice to know. Wenn man seine Updates immer regelmäßig macht, kann man sowas einfach ignorieren. Aber meine persönliche Empfehlung, nicht auf 5.6.1 installieren. Ich habe damit nur Fehler. So, und damit war es das erstmal für das erste Video und Dankeschön fürs Zuschauen. Im nächsten Video geht es dann weiter mit dem Shop, mit den Artikeldaten sozusagen nochmal ins Frontend nochmal ein bisschen eingehen, was es da noch so für Unterschiede gibt und wie man halt was machen kann. Und wir gehen wieder ins Backend. Und damit erstmal Dankeschön fürs Zuschauen.